keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß! Dass wir das gewaltsam lösen mussten, Lady. It's Popo time! Popo! Oh, scheiße! Chantal, der grande Popo macht euch das, die Kinder! Ihr lauft besser um euer Leben! Ich versuch's so. Hier kommt der sichere Tod durch. Chantal, der grande Popo. Die Tripperin vergisst man nicht, oder? Ich bin dran. Komm zu mir, Süßi. Ich komme. Ihr Winzlinge werdet draufgehen und in der Arschhölle landen. Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst. Jetzt setzt was. Ich bin dran, Bitches! Dem Hintern entkommst du nicht, Schätzchen! Oh. Okay, sind wir zu gut. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß! Ja! Ach, noch eine Schönheit weist in Kraft! Komm zu mir, Süßi! Ich vergesse immer, dass ich ständig verbrannte. Zu viel Zeit. Kleine Warnung, dieser Arsch ist wild. Verschwinde, Classy! Wir halten sie auf! Fick dich! Gut gefangen, Fickgesicht! Insulin ist mein Benzin! Glaubst du, ihr geht's gut? Hoffentlich hat Kuhn das nicht gehört. Lass dich von Grande Popo umarmen. Hey! Ist schon hier kommt der sichere Tod durch Chantal, der grande Popo. Lust auf den Lapdance? Hüftdiabetes ist kampfbereit. Gute Nacht. Ich zeig dir die VIP auf. Mein Hintern will Blut sehen, Baby. Pass auf, dieser Arsch macht dich platt! Nimm das! Wer rastet, der rostet! Dann mal los! Ihr kriegt mich nicht lebend! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben! Weg das, Sidekick! Es ist Zeit für den Zuckerzorn! Sogar mit meinem Zuckerzorn schaffe ich das nicht. Oh Gott, das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott, mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an einem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte.
tot. Hier ist der Kuhn. Wie läuft es bei euch? Ja, ganz gut. Alles cool bei euch? Ja, gut. Ja, ja. Weiter so. Super. Weißt du, was meine Fürze wirklich übel macht? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. Was tun? Ein Churrito essen? Ich lebe? Was ist gerade passiert? Wer bist du? Warte mal, was ist passiert? Ich dachte, ich wäre an Überzucker gestorben. Da war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann hat mich jemand ins Gesicht gefurzt und ich war wieder da. Ich hab's immer noch voll in der Nase. Wow, du kannst mit deinen 14 Sachen durch die Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Cleffy. Kuhn, Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Komm, Verstärkung! Wird gemacht. Alle Kuhn-Freunde, los geht's. Ja, los. Los, geh. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Vielleicht. Captain Diabetes. Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Das gefällt Captain Diabetes. Was zum... Hey! Haha, sehr witzig. Sag mal, bist du eigentlich schwerhörig? Was aber lustig ist, der kann nicht das Schild hochheben, aber Toiletten umschmeißen und Telefonzellen ausreißen. Ich hab gesagt, so. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich hab gesagt, du schaffst keinen Tag ohne ich Whisky, du alte Schnapsdrossel. Na, komm mal. So. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen können. Und das auch noch okay finden, weißt du? Wenn du mich fragst, wollen die nur ihren Kummer ertränken. Ich sah gerade so verdächtig aus mit dem Bildchen da. Tut mir leid, aber wenn du mir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner... Ist jemand... Da sind sie. Wo ist das Mädchen? Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein. Wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Cartman noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit leerem Magen bekämpfen. Das merkst du auch noch. Ja, klar. Sie kann nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, seht mal nach. Ruft, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Grissini. Der Kuhn. Freigeschaltet, der Wolf. Ja, dann gehen wir mal in die Küche. Hey, unsere Kunden können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Den gefährlich aus Okay. Gerechtigkeit von oben! Aus dir, ich mache eine richtig saftige Bracciola. Ich glaub, dich kriege ich komplett in den Suppentopf rein, du kleines Stück Scheiße. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nicht... Deine Fürze sind mega krasse Hilfsmittel für den Kampf. Dein neuester Furz kann einen feindlichen Zug komplett löschen. Verkackt. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keinen Sinn. Zeig uns, was du drauf hast. Da treffen wir nur den einen. Nee, das treffen wir trotzdem nur den einen.
nichts, okay. Das geht alles von meiner auf der Arbeitslaufzeit ab. Gut. Ziemlich cooler Move. Ich rasse dich richtig durch. Ja, bitte! Dafür spielst du einen Haufen Töpfe und Pfannen. Hier geht's gleich heiß her. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Reich, bist du nur noch eine weitere Fleck auf meine Schürze. Jetzt kannst du was lernen, Neuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Platz für den Huhn! Ich mach Filet aus dir! Ihr kriegt eine Extraladung Popel und Wichse in die Fresse! Boing. Ich verarbeite dich zu Parmigiana! Im Kühlschrank ist sicher noch Platz, um Leichen für ein paar Wochen zu verstauen. Das nennt man Weichklopfen. Zeig ihnen, was du drauf hast! Ich muss trotzdem nur den, das gibt's ja nicht. Ja, machen wir das so weg. Ich messe dich mit Mais und hol mir dann deine Fettleber. Stillhalten! Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Nein, danke! Wenn ich noch kriege, was ab! Ihr müsst alles spülen! Steht's bereit, hier kommt gleich! So, dann geht noch ein Schild. Du musst erst irgendwie den Heiler weg. Ich schicke dich im Pizzakarton heim zu Mama! Aufgepasst, Neuer! Das wird richtig sexy! Hier kommt der Kuhn! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Au! Das sollte dein Kollagen zerlegen. So, jetzt haben wir die Macht voll. Ich verlasse mich auf dich. Trifft doch nur die zwei. Nicht alle. Bei der Pizza-Party. Mache das nochmal, denn ich dich mache platt wie eine Pianina. Danke. Aus dir, ich mache Hackfleisch für Cannelloni. Oh nein, Ignorante Leben. Wir müssen den Heiler zuerst weghauen. Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Was? Wir machen nur die Pasta und die Scaloppini? Ja. Ja, das ist ein guter Bluter. Versau das nicht, Blödsack!
Sterne auf 408 Sterne. Ich geb's zu, du hast Potenzial. Diabetes-Time! Wow! Ja! Tu bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Mhm. Kleiner Rückschlag! Da. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh! So, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof! Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Los geht's, Furzlord! Hat noch 24. Ja. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Schaut, die wahre Kraft des Diabetes. Lasst nun euch eine Lehre sein. Unterschätzt niemals die Grenze von Diabetes. So, noch Chefkoch. Wie abgestochene Sau. Au, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Okay, bis später. Wir kümmern uns mal um echten Superheldenkram. Ich kipp meine Eier in deine Soße. Kohlenhydratkreuzritter waren Kuhn und Friends nicht gewachsen. Classy muss da lang gegangen sein, aber der Weg ist blockiert. Ich könnte das easy aus dem Weg räumen, aber ich darf keinen Apfelsaft trinken, wenn ich kein Insulin dabei habe. Vielleicht können wir meinen Zuckerzorn irgendwie triggern. Ich könnte ihn easy mit meinen Kräften umwerfen, aber ohne mein Insulin darf ich keinen Apfelsaft trinken. Moment, ich hab's! Deine Fürze! Deine grauenhaften Fürze bringen mich zu Weißglut! Der Kuhn wollte mich nicht verunsichern, als er gesagt hat, dass ich Diabetes hab, weil meine Mom bei meiner Geburt gefurzt hat. Er wollte mir nur helfen, meine wahren Kräfte zu entfesseln. Wir müssen da durch und zu Classy Sidekick. Im Namen der Gerechtigkeit und Kuhn and Friends musst du mir jetzt ins Gesicht furzen. Haha, sehr witzig! Nicht so schüchtern. Okay, kannst du ihn raushauen. Es hat geklappt. Wir haben es geschafft. Der Weg ist frei. Ich verliere wirklich selten die Beherrschung. Aber wenn wir jemals wieder so in der Klemme stecken, kannst du mir immer gern ins Gesicht furzen. Ja, gib mir das als Co-Partner. So, jetzt gucken wir mal hier noch. Nicht, nicht, nicht. Heiliger Bimbam, was ist das? Oh Mann! Das müssen wir den anderen berichten. Die süßen Kätzchen. Ja, Captain Diabetes? Wir haben vermisste Katzen gefunden, einen ganzen Haufen. Alter, habt ihr Scrambles? Negativ. Keine davon ist alt und fett. Und was ist mit der Lady? Wir sind hier auf den Fersen. Wir müssen rausfinden, was sie weiß. Los! Wir sind so nah dran, ich kann es riechen. Komm schon, Sidekick! Da sind mehrere Katzen doppelt und dreifach drin. Entweder sind es geklonte Katzen oder... Böse. Weiß ich. Tschüss.
Endkampf mit einem Boss bevorsteht, schau nach, ob du genug Heilmittel hast und hab deine besten Artefakte einsatzbereit. Raser Tim. Da ist jemand drin. Mach dich bereit. 1, 2, Diabetes! Ich hab dir doch gesagt, die Bullen sind hinter mir her. Und dann führst du sie zu mir, du dumme Schlampe? Wen nennst du hier eine dumme Schlampe? Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Das Spiel ist aus, Classy. Die Kids sind Bullen? Das ist kein Cop. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abknallen. Und die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Leb wohl, Captain Diabetes. Was bringt dir dein Diabetes jetzt, hä? Oh oh. Ah! Was zu? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Ah! Ah! Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Ah! Ah! Fuck, lass uns abdampfen. Na gut, Captain. Diabetes. Endstation. Gib mir meinen Kackschlüssel. So lasse ich sie niemals ans Steuer. Dann stirb. Der Rotwein-Rendi. Na gut. Das hat doch keinen Sinn, Mr. Marsh. Ich rufe Ihre Frau an. Als Herrn da raus, du kleiner Penner. Oh, das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Ich fühle keinen Schmerz. Du schaffst das! Duck dich mal oder so! Wow! Alter, streng dich mal ein bisschen an! Wehe, du verlierst, Nigger! Nigger. Er hat mich hier Nigger genannt. Ja. Du kriegst ein Schild. Danke! Sekunde, Nachricht von Stern. Ich kann nichts schreiben. Wieso kann ich nichts schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Ich kämpfe gerade. Kacke, Emoji. Hey Siri. Ah! Mein Schlüssel! Hau diese Bitches richtig, Mund! Ich krieg das nicht auf die Reihe, wenn ich A drücke. Was ist da nochmal dran? Ihr dreht voll am Rad! Jetzt bringen wir den erstmal zum Bluten. Ja. Oh shit, das hat sicher wehgetan! Shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. So. Dann hauen wir den hier noch einmal rein. Okay, schon! Ah, das brennt! So. Steht genau vorne. Okay. Ja, noch ein Schild. Ich mach das! Gib's mir! Oh, ich glaube, meine Eier sind schon über meinen Magen. Fuck, die ist ziemlich angepisst. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Sekunde, komm, weil nach Hause. Suche meinen Scheißschlüssel. Herzchen, Herzchen, XO.
Ich blute noch. Ich sollte wohl mehr trinken, um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen. So. Teamwork obliegt immer. Okay, ich nehme ein Taxi. Ha! Captain Diabetes duldet keinen Alkohol am Steuer. Genau. So. Oh, wir sind Level 4. Da könnten wir doch eigentlich was Neues ausrüsten. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener- und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert, weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist, über den die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten, dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen? Dieser kleine asiatische Freak namens Yakiababa oder so bezahlt Sechsklässler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße, man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen, der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch, aber erst wenn ihr mir Polizeischutz oder so'n Scheiß gebt, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Harry Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mom, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. 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 Und jetzt die Nachrichten, die sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Tom, ich stehe vorm Bucca de Fagoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verstörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert's, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis aus Daredevil der Punisher wird? Ha? Drei Staffeln? Drei Staffeln! Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände gefunden, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar einen Sidekick? Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Danke, Zwerg. Und die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Dieses Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, als gäb's keinen Morgen. Ihr Italiener sollt das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Oh Gott. Ihr macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Mann, hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Juhu. Wie soll das gehen? Das war dumm.
Puh, wieder eine Mission geschafft, jawoll. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir sind jetzt an der Schule. Mission Infobereich. Liste. Schnitzeljagd. Nostrale Rises River Titel auf den Charakterbogen. Okay. Gut, also ich glaube, wir gehen erstmal ins Kuhn-Versteck. Ganz nach rechts haben wir noch eine Haltestelle? Nö, da haben wir noch eine Haltestelle. Hier ist das Kuhn-Versteck. Ja, da ist das Kuhn-Versteck. Ja, dann gehen wir mal zu dem hin, ne? Okay, Arschlord. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Okay, dann gehen wir zu Jimmy. Jimmy. Ah, ist schon markiert. Okay. Gleich nebendran. Das Rode.